Nashorn gegen Nilpferd, wer würde gewinnen? Dieser Kampf entscheidet darüber, wer sich den Titel als zweitstärkstes Landtier der Erde verdient. Sowohl Nashorn als auch das Nilpferd gehören nicht nur zu den stärksten und größten Landtieren Afrikas, sondern der ganzen Welt und heben sich so stark von der Konkurrenz ab, dass eigentlich kein anderes Tier an sie herankommt. Allerdings sind die beiden dem Elefanten unterlegen, der eindeutig das stärkste Landtier ist, weshalb der Sieger nur den zweiten Platz bekommt. Was aber natürlich auch schon verdammt gut ist, wenn man bedenkt, dass es fast 100.000 verschiedene Gattungen von Tieren gibt. Die Nummer 2 zu sein ist also auch eine starke Leistung. Wie immer nehmen wir für dieses Video an, dass beide Tiere miteinander kämpfen wollen und nicht fliehen werden. Also, was glaubt ihr, welches Tier würde diesen Kampf gewinnen? Schreibt es in die Comments und dann vergleichen wir sie mal. Obwohl es im Kampf auf so viele verschiedene Sachen ankommt, wie die Technik, Kampferfahrung und Ausstattung wie Zähne und Krallen, ist das Allerwichtigste trotzdem letztendlich noch die Größe und das Gewicht. Zumindest wenn der Unterschied zu groß ist. Denn allein dadurch sind die beiden Kandidaten aus diesem Video für fast alle Raubtiere unverwundbar. Und selbst die größten Eisbären oder Kodiakbären könnten wohl nicht die massive Fettschichtverteidigung eines Hippos oder die dicke Haut eines Nashorns durchdringen. Gut für diesen Vergleich, dass beide Tiere recht nah beieinander liegen, was die Größe angeht. Nashörner variieren aber stark je nach Art und kleinere Exemplare erreichen teilweise nur 500 Kilogramm. Für diesen Vergleich nehmen wir aber natürlich die größte lebende Nashornart, das Breitmaulnashorn. Dieses Tier wird bis zu 4 Meter lang und ist mit einer Schulterhöhe von 1,80 Meter auch noch recht hoch. Das Gewicht eines Bullen liegt meist bei 2 Tonnen, aber besonders große Tiere können auch ein Gewicht von 3,2 Tonnen erreichen, was schon echt verdammt viel ist. So ein gigantischer Gauerbulle wiegt meistens nur eine Tonne, also drei davon, die zusammen verschmelzen, ergeben das Gewicht von einem großen Nashorn. Um dieses Gewicht zu stemmen, haben Nashörner ziemlich dicke, muskulöse Beine und einen gravipotalen Fußbau. Den haben in ähnlicher Form auch die Sauropoden, die größten Landtiere aller Zeiten. Eine andere Bauweise würde dem Gewicht nicht standhalten. Mithilfe dieser starken Beine kann ein Nashorn trotz seines Gewichts eine beeindruckende Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreichen. Damit sind sie schneller als Menschen und etwa genauso schnell wie zum Beispiel der deutsche Schäferhund. Ziemlich beeindruckend für ein Tier mit dieser Masse. Ein rennendes Nashorn ist schon ein respekteinflößender Anblick, vor allem da sie ja vorne auf dem Kopf bewaffnet sind. Beim Breitmaulnashorn befindet sich jeweils ein Horn auf der Nase und eins auf der Stirn, wobei das vordere deutlich größer ist. Es ist spitz zulaufend, leicht gebogen und wird bis zu 1 Meter lang. Die Rekordlänge liegt aber sogar bei 1,58 Meter und war somit sogar größer als eine durchschnittliche japanische Frau, nur mal so als Vergleich. Das Horn ist auf jeden Fall eine ernstzunehmende Waffe, aber eine solche braucht man auch, wenn man einen Hippopotamus besiegen möchte. Das sogenannte Großflusspferd erreicht ziemlich genau die gleichen Werte bei Größe wie das Breitmaulnashorn. Mit einem Durchschnittsgewicht von 1,5 bis 2 Tonnen bei den Bullen liegen sie fast gleich auf mit dem Nashorn und auch bei den Hippos können außergewöhnliche Exemplare auch noch größer und schwerer werden und erreichen bis zu 2,6 Tonnen. Oftmals, oder besser gesagt auf der Mehrzahl der Seiten, werden auch Angaben mit bis zu 4,5 Tonnen gemacht. Auf Wikipedia heißt es aber, dabei handelt es sich meist um falsch übersetzte Angaben aus dem Englischen, wo die Tiere im Pfund angegeben werden und man dieselbe Zahl einfach mit Kilogramm statt Pfund übernommen hat. Allerdings findet man diese Angaben auch im Original, zum Beispiel direkt vom San Diego Zoo, bei dem Männchen mit 3500 bis 9920 Pfund bzw. 1600 bis 4500 Kilogramm angegeben werden. Was davon jetzt stimmt, kann ich nur schwer sagen. 4,5 Tonnen erscheint mir zwar deutlich zu hoch, immerhin ist das mehr als das Gewicht eines asiatischen Elefantenbullen, aber da so viele Quellen solche Zahlen angeben, will ich jetzt keine definitive Aussage machen, dass das nicht zumindest möglich wäre. Aber wichtiger als Extrembeispiele ist sowieso eher das Durchschnittsgewicht. Und das ist bei Nashorn und Nilpferd relativ gleich. Flusspferde werden auch genauso lang wie Nashörner. Der einzige Unterschied liegt in der Schulterhöhe. Flusspferde erreichen hier nur 1,65 Meter. Genau wie Nashörner haben auch die semi-aquatisch lebenden Flusspferde einen gravipotalen Fußbau, um ihr Gewicht zu stemmen. Damit erreichen sie nur 30 bis 40 km/h über kurze Strecken, weshalb sie etwas langsamer sind. Das liegt vermutlich daran, dass sie eben nur teilweise an Land leben und dafür wiederum bessere Schwimmer sind als Nashörner, wobei Schwimmen der falsche Ausdruck ist.
Eigentlich galoppieren Hippos unter Wasser, in etwa so wie es die ersten Wale, zum Beispiel Pakicetus, vor Millionen von Jahren gemacht haben. Man bezeichnet das auch als Schwimmlaufen. Dabei tauchen sie immer wieder auf, um Luft zu holen, was in voller Geschwindigkeit unglaublich furchterregend aussieht. Noch furchterregender ist aber der Schädel eines Nilpferds. Der ist 75 cm lang und fast 50 cm breit, ziemlich massiv und bewaffnet mit 40 Zähnen. Besonders hervorstechend sind natürlich die hauerartigen Eckzähne, die eine Gesamtlänge von 70 cm erreichen können, von denen man aber nur 30 cm sieht, was bedeutet, dass sie richtig tief verankert sind. Sowohl Nilpferde als auch Nashörner sind also schwer bewaffnet, aber welche Art der Bewaffnung ist effektiver? Das Horn des Rhinoceros oder die hauerartigen Zähne des Hippopotamus? Das sehen wir uns im nächsten Segment noch genauer an, aber werfen wir vorher noch einen Blick auf die Verteidigung dieser beiden Giganten. Bei einem Flusspferd macht alleine die Haut bereits 18% des Körpergewichts aus. Ein 2-Tonnen-Exemplar hat also 360 Kilogramm Haut. Die ist etwa 5 bis 6 cm dick und heilt ziemlich schnell. Sie ist aber auch sensibel und muss regelmäßig feucht gehalten werden, weil sie sonst an Land austrocknet. Die Haut von Nashörnern ist, obwohl sie so dick aussieht, mit nur 4 cm sogar etwas dünner als die von Nilpferden. Der Eindruck der dicken Panzerung entsteht vor allem durch die Hautfalten, die das Nashorn durch Thermoregulation vor Überhitzung schützen. Unter der Haut besitzen sie eine 2 bis 5 cm dicke Fettschicht. Obwohl diese Verteidigung ziemlich gut ist, sind beide Tiere mit Sicherheit in der Lage, die des Gegners zu überwinden. Deswegen sehen wir uns jetzt mal die Kampffertigkeiten beider Kandidaten etwas genauer an. Beutetiere kann man bei Nashorn und Nilpferd natürlich leider schlecht vergleichen, denn sie sind beide überwiegend Pflanzenfresser. Die meisten Nashörner fressen Blätter, Äste und manchmal auch Früchte oder Knospen. Das Panzernashorn ist dagegen aufs Grasen spezialisiert, so wie das Flusspferd. Die fressen manchmal aber auch Wasserpflanzen und sogar Fleisch. In einem Video kann man sehen, wie ein Nilpferd sich neben ein Rudel Löwen setzt, um an der frisch erlegten Beute mitzufressen. In einem anderen Video klaut ein Nilpferd wiederum ein ganzes Zebra von einem Krokodil. Wirklich schamlos, diese Flusspferde. Aber die fleißigen Raubtiere können nichts dagegen tun, Nilpferde sind einfach zu stark. Ausgewachsene Nashörner haben auch keine natürlichen Feinde. Vor allem ausgewachsene Bullen der größeren Arten sind viel zu stark, selbst für ein ganzes Löwenrudel, weshalb diese nicht mal einen Angriff wagen würden. Sie rennen lieber davon, wenn ein Nashorn sich nähert, was natürlich schlau ist, wenn man weiterleben möchte. Selbst kleinere Weibchen sind immer noch zu stark, auch wenn mehrere Löwen es auf einmal versuchen. Das kann man ganz gut an dieser Situation erkennen. Hier ist eine schwangere Spitzmaulnashorn-Dame in einem Wasserloch stecken geblieben. Drei Löwen haben bemerkt, wie sie verzweifelt versuchte, aus dem Loch herauszusteigen und haben sich schon mal auf eine ordentliche Mahlzeit vorbereitet. Das Nashorn schafft es aber schließlich doch noch aus dem Wasserloch heraus und ist direkt auf die Löwen losgestürmt und hat sich Respekt verschafft. Ein Spitzmaulnashorn-Weibchen wiegt nur etwa 900 Kilogramm, ist aber trotzdem noch viel zu stark für sämtliche Raubtiere. Es gibt natürlich bei Nilpferden ähnlich beeindruckende Videos. In einem der bekanntesten tritt eine Löwin von hinten an ein scheinbar schlafendes Flusspferd heran und schnuppert dran. Das Flusspferd wird wach, steht auf und rennt der langsam davongehenden Löwin hinterher, beißt ihr in den Kopf und wirft sie durch die Luft. In dem Fall wäre es wirklich besser gewesen, so schnell wie möglich wegzurennen und nicht langsam wegzugehen. Trotz des brutalen Angriffs hat die Löwin aber überlebt und konnte letztendlich doch noch entkommen. Beide Kandidaten haben mit Löwen also keine Schwierigkeiten, aber wie sieht es aus, wenn sie tatsächlich aufeinandertreffen? Im Gegensatz zu vielen Vergleichen treffen die Tiere in diesem Video nämlich wirklich aufeinander. Meistens gehen sie bei solchen Konflikten aufeinander zu. Das Horn droht dabei in das Gesicht des Nilpferds zu stechen, während dieses in den meisten Fällen am Horn herumkaut, sich nach einer Weile umdreht und wegläuft. Es gibt aber auch ein Video, bei dem zwei Flusspferde auf ein Nashorn losgehen. Nachdem sich dieses etwas eingeschüchtert zeigt, attackiert das Flusspferd, wirft das Nashorn auf die Seite und beißt ihm mit seinen riesigen Zähnen mit einer Beißkraft von 140 Kilogramm pro Quadratzentimeter in die Flanke. Die Beißkraft ist damit doppelt so hoch wie die eines Gorillas und dreimal so hoch wie die eines Löwen. Dazu kommt, dass Nilpferde manchmal ganz schön aggressiv sein können. Sie töten jedes Jahr 500 Menschen. Das sind hauptsächlich Fischer, die tief ins Wasser waten. Nashornattacken sind dagegen extrem selten und enden meistens nicht tödlich. Wie wird der Kampf ausgehen? Welches Tier wird letztendlich den Sieg davontragen?
Bei einem richtigen Kampf stehen sich die beiden gegenüber und bewegen sich aufeinander zu. Die beiden Giganten haben fast das gleiche Gewicht und an reiner Muskelkraft sind sie sich ebenbürtig. Aber trotzdem ist es das Hippo, das den ersten Schritt zurückweichen muss, denn sonst würde es die Spitze des Horns direkt zu spüren bekommen. Das Flusspferd beißt zu, aber bekommt nur das harte Keratin des Horns zwischen die Zähne und muss erneut zurückweichen. Das Nashorn schwingt seinen mächtigen Kopf ruckartig nach vorne und trifft den Hals des Hippos und erlegt es. Ein Glückstreffer, denn es hätte mit Sicherheit auch anders ausgehen können. Denn ein kleines Nashorn, wie zum Beispiel das schwarze Nashorn, hätte vielleicht nicht genug Kraft, um einem Flusspferd Ansturm standzuhalten und würde wie in dem einen Video auf die Seite gedreht werden, wo der ungeschützte Bauch dann ein leichtes Ziel für das Flusspferd darstellt. Insgesamt denke ich, dürfte aber alles in allem doch das Nashorn häufiger die Kämpfe gewinnen, denn das eine Video, in dem das Großflusspferd siegt, stellt auf keinen Fall einen fairen Kampf dar. Zum einen greifen zwei männliche Nilpferde ein einzelnes weibliches Nashorn an, welches allein dadurch wohl schon etwas eingeschüchtert ist. Das Wichtigste ist aber, dieses Nashorn hat kein Horn. Wahrscheinlich wurde es entfernt, um das Tier vor Wilderern zu schützen, die ja leider nur allzu oft Nashörner töten, um an das Elfenbein heranzukommen. Dadurch haben sie das Nashorn aber unwissentlich dem Flusspferd ausgeliefert, denn es hatte keine Waffe mehr, mit der es sich hätte wehren können. Ein wirklich ungleicher Kampf. Ich würde sagen, das Nashorn gewinnt den Vergleich unter fairen Bedingungen in 7 von 10 Fällen. Aber was denkt ihr, unterschätze ich das Flusspferd? Immerhin zeigt es ja öfters aggressives Verhalten und hat eine starke Beißkraft und natürlich auch riesige Eckzähne. Aber in den meisten Videos, wo die beiden aufeinandertreffen, war es doch tatsächlich das Flusspferd, das die Flucht ergriffen hat. Von daher würde ich nicht sagen, dass es durch die Aggressivität einen Vorteil hätte. Die zeigt sich wohl eher beim Angriff auf schwächere Tiere. So, das war jedenfalls meine Meinung. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich bin darauf gespannt. Und schreibt mir natürlich auch noch weitere Vorschläge für Wer würde gewinnen Videos. Ein paar habe ich schon vorbereitet, aber neue Ideen schaden nie. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt mal wieder was gelernt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.